brauche Demokratie wie die Luft zum Atmen, weil sie der Sauerstoff für unsere Gesellschaft ist. Konkret bedeutet Demokratie für mich persönlich, mich einzumischen. Ich brauche Demokratie zum Atmen, weil ich sonst nicht so sein kann, wie ich bin und weil ich sonst nicht die Möglichkeit hätte, mit meinen Eltern hier zu leben, wie wir das uns vorgestellt haben. Weil wir sonst womöglich im Rechtspopulismus untergehen. Das Wichtigste an der Demokratie ist für mich, dass wirklich alle mitbestimmen können. Das heißt, dass einfache Sprache verwendet wird, dass die Leute wissen, worum es geht. Und dass wirklich alle, unabhängig von ihrem Alter und ihrer Herkunft, mitbestimmen dürfen, ihr Leben. Ich brauche Demokratie wie die Luft zum Atmen, weil ich mir Partizipation für alle wünsche. Also konkret bedeutet für mich persönlich, dass möglichst viele Leute am Prozess der Gesellschaft beteiligt sind, sich viele Leute einbringen können, dass niemand überstimmt wird, ob reich oder arm. Ich brauche Demokratie wie die Luft zum Atmen, weil das Gegenteil von Demokratie ist die Diktatur. Weil ich in der Diktatur gefeuert werden würde. Ich glaube, die wenigsten Leute, die in einer Demokratie leben, wissen das zu schätzen, was es eigentlich heißt, in einer Demokratie zu leben, was das für eine menschliche Errungenschaft ist, bis das zur Demokratie kam. Wir leiden ein wenig darunter, dass die großen Fragen der Gesellschaft eher in Feuilletons verhandelt werden als in Parlamenten. Mit der Abgabe meiner Stimme entscheide ich nicht mehr über ökonomische Formen der eigenen Teilhabe. Und deswegen würde ich sagen, ist die Stärkung ökonomischer Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten ein zentrales Element. Ja, zum Beispiel fand ich sehr interessant die Erkenntnis, dass man Steuern am besten dann erhöhen kann, wenn die Leute eine unmittelbare Kontrolle haben, was mit den Steuern passiert. Und das ist ja beispielsweise in Finnland der Fall, wie auch eine Teilnehmerin aus Finnland dann erzählt hat, dass da eben die Steuern direkt an die Kommunen gehen, weswegen die Leute auch bereit sind, hohe Steuern zu zahlen und weswegen sie auch bereit sind, offenzulegen, wie viel Steuern sie zahlen. Weil man dann, wenn man was Gutes für die Kommune tut, ja alle dann auch zu Recht das Gefühl haben, dass sie so eine Art Ehrenbürger sind. Was verstehe ich unter gerechter Teilhabe? Teilhabe, wirkliche Teilhabe, würde ich verstehen, wenn ich in einer Angelegenheit, in einem Prozess, in einer Verhandlung, die mich was angeht, wo ich was will, von Anfang an mit eingebunden bin mit meinen Ideen und die nicht nur als Kommentar bestenfalls auftauchen, sondern auch eine Wirkmächtigkeit haben können. Und Demokratie hat halt eben auch was mit einem Solidaritätsbegriff zu tun. Und das müssen wir, glaube ich, verstärkt institutionell auch aufbauen. Das fängt mit der Schule an, um mal den großen Bogen zu schließen. Aber geht eigentlich noch viel weiter, auch auf kommunaler Ebene mit Beteiligungsprozessen etc. Demokratie stärken hat für mich ganz stark was mit Demokratiebildung zu tun. Ich glaube, das ist richtig wichtig, dass die Leute selber ihre Prozesse in die Hand nehmen, also dass man sich darüber Gedanken macht, was würde ich mir denn eigentlich wünschen, dass es in der Welt wäre, und dann überlegt, was müsste man denn dafür tun und was müsste ich dafür tun, dass es in die Welt kommt. Halt, indem ich mich einmische als Bürger, indem ich halt dann auch die Stimme erhebe und auch gehört werde, was sozusagen mit dem anderen heute auch wieder zu tun hat. Ja? Wenn wir es schaffen, tatsächlich Streitpunkte lebendig zu halten, aber nicht die Struktur, so eine Art Verwaltung zu implementieren, die dann alles so in einer Art von Bürokratie löst und die Einzelnen brauchen gar nichts mehr zu tun, weil alles ja läuft. Ich selber bin zufrieden, weil ich finde, dass wir viele Leute erreicht haben, dass die gut zugehört haben, dass die kluge Fragen gestellt haben. Das heißt, ich glaube, dass die auch mit Anregungen nach Hause gegangen sind. Und wie in der Demokratie gibt es jetzt Konsens und Dissens. Und ich finde das schön, wenn darüber weiter gestritten und geredet wird, aber möglichst konstruktiv und nicht destruktiv. Ich glaube, solche Veranstaltungen wie heute sind wichtig, nicht weil wir, am Ende des Tages sitzen wir ja hier alle untereinander,
Es ist aber wichtig, dass wir uns über bestimmte Fragestellungen klar werden, welche welche Instrumente jetzt geeignet sind. Denn alleine denken macht am Ende des Tages auch immer keinen Sinn. Wenn man gemeinsam denkt, dann kommt man meistens auch auf gute Sachen. Und das habe ich heute auch so erlebt.